Willkommen hier bei Asphalt Art, dieses Mal aus Saarlouis. Und neben mir steht ein Auto, auf das freue ich mich schon wirklich lange. Es geht um den neuen Kia EV6. Ich sehe ihn jetzt tatsächlich auch das allererste Mal live und in Farbe. Und apropos Farbe, die Farbe, die hier zu sehen ist, nennt sich Runway Red. Und wir fangen, so wie ihr das hier bei Asphalt Art gewohnt seid, natürlich an mit dem Fahrzeugschlüssel. Der sieht so aus, in unserem Fall schwarz, aus Kunststoff und dann Kia-typisch auf der Seite die Knöpfe verriegeln, entriegeln, Kofferraum öffnen und dann kommt was Besonderes, zack, nämlich nicht der Kia-Schriftzug hinten, sondern diese drei Knöpfe. Damit kann ich das Auto starten und dann ferngesteuert ein- und ausparken. Und mit dem Kia EV6 bringt Kia jetzt zum ersten Mal im ersten Fahrzeug das neue teilautonome Ein- und Ausparken auf den Markt. Damit kann ich nämlich nicht einfach nur schnöde geradeaus oder rückwärts fahren, sondern der Kia EV6 kann auch im 90-Grad-Winkel in Parklücken hineinparken. Super coole Sache, gerade wenn das Auto zum Beispiel im Parkhaus steht und man sehr nah irgendwie an so eine Betonsäule ranfahren muss oder ranfahren möchte, um Platz zu lassen, kann das Auto automatisiert ein- und ausparken und ihr müsst euch dann nicht irgendwie so aus der Tür rausquetschen. Der Kia EV6 geht los bei 44.990 Euro in der Basis und ist damit unter 40.000 Euro Netto-Listenpreis teuer, also voll BAFA förderungsfähig. Ihr könnt also die gesamten 9.000 Euro Förderung einstreichen. Und da Kia die weiteren Ausstattungsmerkmale allesamt in zusammengeschnürte Einzelpakete verpackt, die man danach dann dazu kaufen kann, fällt dieser 9.000 Euro Förderanteil BAFA eben auch bei den höher ausgestatteten Varianten an. Was für ein cleverer Kniff von Kia. Wir gucken uns jetzt am EV6 erstmal das Design an und da fällt natürlich sofort das Lichtdesign auf. Super markant hier mit dieser Tagfahrlichtsignatur, bestehend aus diesen zwei Braunen. Dahinter gibt es dann ein sogenanntes Dual-LED-System. Das sorgt dafür, dass ihr permanent mit Fernlicht fahren könnt, denn der EV6 blendet entgegenkommenden und vorausfahrenden Verkehr aus, sodass niemand geblendet wird. Hier gibt es dann überall wirklich sehr viele Vertiefungen, Sicken, alles sieht nach Lufteinlässen aus, das hier an der Seite, das ist Fake. Allgemein ist das ganze Design sehr kantig, sehr verspielt, hier vorne der Grill, das sind auch keine echten Lufteinlässe. Ich meine, wofür auch, wir haben ja hier ein Elektroauto vor uns, hier ist kein Motor dahinter, sondern ein Frunk, den gucken wir uns auch gleich noch an. Hier haben wir eine Kamera, die zuständig ist für die 360 Grad Rundumansicht, die das Auto übrigens auch braucht für die teilautonomen Fahrfunktionen, wie das Einparken. Und hier unten dann eine Platte, hinter der sich der Radar-Emitter versteckt. Für die sehr umfangreichen Assistenzsysteme mit dem EV6 gibt es hier jetzt auch ein neues Assistenzsystempaket, wo dann zum Beispiel auch ein teilautonomer Spurwechsel möglich ist. Das werden wir uns nachher mal angucken. Ich mache ihm jetzt mal den Frunk auf und wir gucken mal, wie viel da reinpasst. Den neuen Kia EV6, den gibt es entweder mit Zweiradantrieb, also Heckantrieb, oder mit Vierradantrieb. Das bestimmt nicht nur, wie viele Räder angetrieben werden, sondern das bestimmt auch, wie groß der Frunk hier vorne ist. Wir fahren die Version mit Allrad. Da haben wir hier vorne leider nur 20 Liter Stauvolumen zur Verfügung. So ein bisschen was passt aber rein, wie zum Beispiel mal ein Ladekabel oder irgendwie so Kleinigkeiten, die man vielleicht nicht hinten erst im Kofferraum suchen möchte. Wer den Kia EV6 mit Heckantrieb bestellt, der bekommt hier vorne im Frunk 56 Liter Stauraum. Und da geht dann echt ordentlich was weg. Da passt dann ganz easy eben zum Beispiel auch mal ein größeres Ladekabel rein oder irgendwas, was ihr halt hier vorne verstauen wollt. Ansonsten ist hier gar nicht so viel zu entdecken, da wir ja ein Elektroauto fahren. Hier ist der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit. Dann kann man hier noch das Wischwasser nachfüllen. Und ja, das war's dann. So ein paar Serviceangelegenheiten. Hier vorne gibt es dann noch eine 12-Volt-Batterie. Denn ja, auch ein Elektroauto braucht eine 12-Volt-Batterie. Wir machen im EV6 jetzt die Klappe vom Frunk wieder zu und dann gucken wir uns die Seite an. Der neue Kia EV6 ist 4,70 Meter lang, er ist 1,88 Meter breit und er ist 1,55 Meter hoch und bringt es dabei auf einen Radstand von sage und schreibe 2,90 Meter. Und hier in der Seitenansicht sieht man jetzt auch die typischen super kurzen Überhänge vorne und hinten. Das ist natürlich möglich durch den Elektroantrieb. Ich habe keinen Kardantunnel, den ich irgendwo unterbringen muss. Ich habe keinen Motor, den ich irgendwo unterbringen muss. Ich kann den Platz, den diese Plattform zur Verfügung stellt, im Innenraum wirklich optimal nutzen und habe laut Kia, ich saß jetzt selber noch nicht hinten, werde ich gleich machen, im gesamten Auto sehr viel Platz. Der Kia EV6 ist nämlich im C-Segment unterwegs, bietet aber innen den Platz wie ein Fahrzeug aus dem D-Segment, also zum Beispiel sowas wie ein 5er BMW oder eine Mercedes E-Klasse. Gucken wir uns gleich an.
Unser EV6 rollt jetzt hier auf 20 Zoll Alufelgen. Der EV6 kommt übrigens immer auch in der Serien- bzw. Basisversion auf Alufelgen. Es gibt den EV6 dann auch optional sogar noch mit 21 Zöllern. Ihr habt folgende Ausstattungslinien: die Basis, die GT-Line, das gucken wir uns heute an, und dann den EV6 GT, der wird aber erst nächstes Jahr auf den Markt kommen. Und zu erkennen sind diese unterschiedlichen Ausstattungslinien einerseits an den Radkästen. Bei der GT-Line sind die Radläufe immer in Wagenfarbe ausgeführt. Bei der Basisvariante sind diese Radläufe schwarz und haben dann noch so eine Struktur drauf. Und beim tatsächlich echten GT sind die Radläufe in Wagenfarbe. Und die Bremssättel, die bei uns jetzt hier silbern sind, die sind in so einem Giftgrün. Ist irgendwie ein sehr cooler Akzent und sieht ein bisschen aus wie bei den hybriden Modellen von Porsche. Diese Alufelgen sind aerodynamisch optimiert und haben hier solche Flächen, die dafür sorgen, dass einfach bei der Rotation möglichst wenig Luftwiderstand erzeugt wird. Ich finde sie ganz schick, sehen auch sehr cool aus, wenn sie sich drehen. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Wir haben außerdem hier in Kombination mit dem Runway Red so schöne hochglanzschwarze Akzente. Einmal den Schweller, einmal die sehr außergewöhnlich geformten Rückspiegel. Seht ihr das hier? Die machen hier so einen Bogen. Dient alles der Aerodynamik. Und dann ist das Greenhouse, also diese Fensterfläche, samt der A-Säule auch nochmal in Hochglanz schwarz gehalten. Ich finde, das ist ein super schöner Kontrast. Sieht einfach gut aus, schön knackig, ist eine coole Farbe. Hier stehen auch noch EV6 rum, die sind in so einem seidenmatten Grau. Ich muss ganz ehrlich sagen, da finde ich ihn noch ein bisschen cooler in dieser Farbe. Allgemein ist das gesamte Design des Autos darauf ausgelegt, einen möglichst effizienten Schlupf durch die Luft zu ermöglichen. Und deshalb hat man hier auch zum Teil so ein bisschen ungewöhnliche Formen, wie zum Beispiel die Spiegel. Und deshalb versenken sich auch die Türgriffe. Hier vorne stehen sie gerade raus. Hier hinten stehen sie leider auch gerade raus. Das zeigen wir euch dann noch, wie das aussieht, wenn die zu sind. Die fahren dann einfach hier rein und bilden so eine abgeschlossene Fläche, sodass sich hier möglichst wenige Verwirbelungen beim Fahren bilden. Bevor wir uns jetzt das Heck angucken, wollte ich noch mal kurz hier auf die Designbesonderheiten kurz vor dem Heck, quasi so am Übergang zum Heck, eingehen. Denn dieser aufgesetzte Dachkantenspoiler hier hinten macht schon eine sehr außergewöhnliche Form, dass der hier seitlich auch noch mal überhängt über das Auto. Hier und dort ist auch noch mal eine Leuchte, die dann in der Nacht noch mal so ein bisschen diese wirklich schöne breite Schulter illuminiert. Und guckt euch das mal an hier hinten bei dem Spoiler. Wenn ihr mal von hier hinten guckt, seht ihr meine Finger hier durchzappeln. Hier, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, der ist tatsächlich durchgängig. Und dieser Spoiler sorgt dafür, dass die Luft hier vom Dach hinunter gesaugt wird und dann perfekt auf diesen Heckbürzel trifft und hier abgeleitet wird. Ich habe es eben schon gesagt, alles am Design des Kia EV6 ist darauf optimiert, möglichst aerodynamisch optimiert zu sein. Und unterhalb von diesem Entenbürzel hier hinten zieht sich dann auch das Voll-LED-Rückleuchtenband entlang. Sieht, finde ich, super schick aus, super modern. Man würde, hört sich jetzt böse an, ist aber nicht böse gemeint, wenn man das so sieht, dieser Detailgrad der Leuchten und der Detailgrad dieser einzelnen Strukturen hier drin nochmal, würde man fast nicht denken, dass man hier ein Kia vor sich stehen hat. Aber da trifft der EV6 natürlich genau das neue Firmenmotto, nämlich nicht mehr, oh, the power to surprise, Mensch, Kia baut ja jetzt inzwischen richtig hochwertige Autos, sondern Movement that inspires war es, glaube ich. Ansonsten steht hier nochmal EV6, in der Mitte dann Kia und zwar das neue Firmenemblem. Hier unten gibt es dann nochmal so eine Chromleiste, das ist aber eher ein dunkles Chrom. Sieht, finde ich, ziemlich cool aus, dadurch, dass es halt nicht so ein Standard silbernes Chrom ist. Und hier unterhalb dieser Lichtleiste, das, was ihr hier jetzt seht, was gerade aus ist, das sind die Blinker. Und da hat man sich sogar die Mühe gemacht, dieses Blinkerglas oder diese Blinkerabdeckung nochmal auszuformen mit so Polygonstrukturen. Und wenn man da drauf guckt, sieht man, ohne dass es blinkt, gar nicht, dass sich dahinter eine Leuchte versteckt. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Der Blinker blinkt auch dynamisch, setzt dann hier oben an und geht bis hier runter. Es sei denn, ihr schaltet die Warnblinkanlage an, dann blinkt er immer statisch. Wir haben hier unten dann nochmal so einen schwarzen Streifen durch die GT-Line, die das Heck ein bisschen unterteilt. Und dann eins der Lieblingsdesign-Elemente von mir, aber vor allem von Alex, der das sofort angesprochen hat, als er das gesehen hat. Das hier ist die Rückfahrleuchte, die in 1, 2, 3, 4, 5 einzelne Lichtbalken unterteilt ist. Und das sieht wirklich cool aus. Das sind so kleine Elemente, die das Auto einfach sehr futuristisch wirken lassen. Wirklich cool. Es gibt hier am Heck aber auch eine Stelle, die gefällt uns beiden überhaupt nicht. Und zwar diese
wurstig herausschauende Rückfahrkamera. Mensch, Kia, da baut ihr hier schon so ein Raumschiff von Auto, was so cool aussieht. Und dann ist hier so eine Rückfahrkamera, die da so mittig rausguckt. Also da würde ich mir doch wünschen, dass die sich irgendwie elegant verstecken könnte. Kann sie leider nicht. Daneben dann der Knopf, um den Kofferraum zu öffnen. Und das mache ich jetzt auch mal. Wir haben extra unser ganzes Gepäck drin gelassen. Das sind zwei Handgepäckskoffer, zwei große Kamerarucksäcke und ein Ladekabel, zwei Ladekabel sogar von Kia. Das hier sind 490 Liter Kofferraumvolumen, die ich noch erweitern kann, indem ich per Fernentriegelung die Rücksitzbank umklappe im Verhältnis 60 zu 40. Dann werden aus den 490 Litern insgesamt 1300 Liter. Ich mache ihm die Klappe jetzt mal wieder zu, unter typischem koreanischem Gepiepse. Das fällt allgemein auf, das Auto piepst und bimmelt wirklich in allen Tonlagen und in allen Lebenslagen. Jetzt sagt er mir, dass ich den Schlüssel in der Tasche habe und er sich nicht im Fahrzeug befindet, deshalb piept er. Und wir kommen jetzt nochmal zum Thema Transport. Wem nämlich die 490 Liter bzw. 1300 Liter nicht reichen, der bekommt für den EV6 auch eine Anhängekupplung. Und der EV6 kann maximal gebremst 1600 Kilo ziehen, was ein ziemlich guter Wert ist in der Klasse. Und das ist vor allem dann interessant, wenn man hier mal diese Klappe öffnet. Hier hinter, Klappe öffnet. Diese Klappe öffnet. Aha, hier hinter verbirgt sich nämlich der Ladeanschluss. Der Kia EV6 hat ein 800 Volt Bordsystem. Ich gehe mal kurz hier rüber, dann kann nämlich Alex besser von da gucken. Per CCS-Kabel kann hier mit 240 kW Maximalleistung geladen werden. Das bedeutet 10-80% in 18 Minuten, also genauso schnell wie ein aktueller Audi RS e-tron GT. Gibt es ja auch ein Video auf dem Kanal. Was aber eine viel interessantere Angabe ist, 100 Kilometer werden in 4,5 Minuten nachgeladen. Und genauso wie der Konzernbruder IONIQ 5 kann ich hier einen Adapter anstecken, der mitgeliefert wird. Und dann kann ich mit dem EV6 quasi wie mit einer gigantischen Powerbank auch andere Sachen betreiben. Und jetzt kommt der Schluss wieder zurück zum Anhänger. Wenn ich hier nämlich zum Beispiel einen Wohnanhänger dranhänge, dann kann ich meinen Kia EV6 als Landstrom sozusagen, als Stromquelle nutzen, um meinen Anhänger zu versorgen. Und das ist eine echt geniale Sache. Und mit 1600 Kilo Anhängelast kann ich da sogar ja nicht nur ganz kleine Anhänger dranhängen. Was ich einen sehr coolen Kniff finde, man sieht hier direkt von außen, wie der Ladestand des Autos ist, muss also nicht immer in die App gucken oder ins Auto reingucken und sieht, wie voll er ist. Super cool, das Laden, das werden wir nachher natürlich auch nochmal ausprobieren. Und das ist auch wieder so eine Kleinigkeit. Das ist jetzt nichts Großartiges, aber es ist einfach cool, dass ich einen Knopf habe, womit diese Klappe zufährt und ich die nicht einfach schnöde zudrücke. Das kann ich natürlich auch, wie früher bei einem CD-Laufwerk. Wer von euch das noch kennt, wenn ich sie so andrücke, dann macht sie den Rest von alleine. Cool. Bevor wir jetzt gleich eine Runde fahren im neuen Kia EV6, nehme ich nochmal hinten Platz und zeige euch den großzügigen Raum, der mir hier zur Verfügung steht. Ich habe es vorhin schon gesagt, dadurch, dass es ein Elektroauto ist, kann der Platz im Innern besonders optimal genutzt werden. Und ich meine, guckt euch das an, wie viel Kniefreiheit ich hier noch habe. Der Fahrersitz ist auf meine Körpergröße eingestellt. Ich bin 1,84 groß, sitze jetzt also gerade hinter mir selbst und hier ist noch massig Platz. Ich bekomme die Füße allerdings nicht mehr unter den Fahrersitz drunter. Der ist jetzt ganz unten. Hier hinten sitze ich auf so einer Mischung aus Leder und Stoffsitzen und dieses Leder sieht zwar aus, als ob es tatsächlich echt wäre, ist es aber nicht. Der gesamte Innenraum ist vollkommen tierfrei und vegan. Ich finde, das ist eine coole Sache und es ist so ein bisschen so ein ganzheitlicher Ansatz. So, ne? Wenn ich schon Elektroauto fahre, dann verzichte ich halt auch auf tierische Produkte, finde ich eine coole Sache. Ich habe hinter dem Beifahrersitz und hinter dem Fahrersitz Isofix-Anschlüsse, außerdem natürlich eine Mittelarmlehne und hier ist ein cooler Kniff drin. Hier sind jetzt gerade zwei Becherhalter zu sehen. Da kann ich natürlich eine Flasche reinstellen. Ich kann die aber auch nach hinten schieben, dann mein Handy nehmen. Das ist ein iPhone 12 Pro Max, also echt ein großes Handy. Das nach hinten durchschieben und zack, die Flasche wieder reinstellen. Finde ich echt praktisch. Die Flasche kann ich natürlich auch in die Türtasche hineinpacken. Da passt sie auch rein, aber wirklich nur noch gerade so. Also größer als 0,5 geht da nicht wirklich rein. Das finde ich etwas schade. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass ich hier hinten keine dritte Klimazone habe. Das würde ich mir doch wünschen, denn auch mit einem Einstiegspreis von 44.990 Euro ist der EV6 eher ein teureres Auto von Kia. Was ich dafür habe, sind zwei sehr clever positionierte USB-C-Anschlüsse, und zwar im Fahrer- und im Beifahrersitz. Und die Besonderheit ist hier,
Das sind zwei Schnellladeanschlüsse. Wenn euer Handy das also unterstützt, ist es super schnell vollgeladen. Alternativ gibt es hier in der Mitte unterhalb der Rücksitze auch noch eine 230 Volt Steckdose. Und ich kann die Rückenlehne der Rücksitzbank in der Neigung verstellen, kann mir hier also individuell auf meine Platzbedürfnisse die Rücksitzbank einstellen. Verschieben kann ich sie leider nicht. Ich habe natürlich auch hier hinten elektrische Fensterheber. Ich finde es sehr schön, dass die Fenster sich wirklich komplett öffnen lassen. Und dann habe ich auch noch hinter dem Fahrer und hinter dem Beifahrersitz eine Sitzheizung, die ich in zwei Stufen einstellen kann. Und damit willkommen hier auf dem Fahrersitz vom neuen Kia EV6. Ich habe das Auto soeben am Hotel übernommen. Das sind die ersten Meter, die ich hiermit fahre. Wir sind gerade auf die Autobahn draufgerollt. Wir fahren unseren EV6 in der GT-Line mit dem bisher größten Antrieb, also 325 PS, 605 Newtonmeter, 77,4 Kilowattstunden Akkukapazität. Und hier ist zwar gerade nur 100, aber wir fahren auch gerade nur 80. Ich würde sagen, ich gebe einmal ein bisschen Gas und gucke, wie sich das so anfühlt. Ich habe nichts am Fahrmodus verändert. 80, 100 und jetzt sind wieder 80. Dann können wir gleich mal ein bisschen rekuperieren. Zack, und da sind wieder 80 drauf. Man kann die Rekuperation hier im EV6 über die Schaltpedals in Anführungszeichen am Lenkrad einstellen. Da kann ich sie stärker und schwächer machen und dann kann ich den EV6 wirklich wie so ein klassisches Elektroauto, eben wie bei vielen anderen Herstellern, rein mit dem rechten Fuß fahren, denn per Rekuperation kommt der EV6 bis zum Stillstand. Ich würde aber mal sagen, vor diesen Details gucken wir uns jetzt hier einfach mal den Innenraum ein bisschen an. Ganz im Allgemeinen, das wirkt alles sehr luftig, alles sehr frei. Das Auto wirkt irgendwie sehr gut übersichtlich, super modern. Sehr futuristisch, ganz wenige Knöpfe, was eher ungewöhnlich ist für einen asiatischen Hersteller. Es wird viel über Touch gelöst, aber ich muss hier sagen, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Fan von Touch-Bedienung, aber Kia macht das sehr, sehr schlau. Einerseits bediene ich so Multimedia-Funktionen und Navi und so über den großen 12,6 Zoll großen Screen in der Mitte. Klimaanlage und Radio und Medien bediene ich dann eine Etage tiefer. Und da gibt es ein Display. Das ist so ein Hybrid aus Touch und physischen Knöpfen. Und ich kann dieses Display umschalten zwischen Medienbedienung und Klimabedienung. Und das ist wirklich genial. Denn so habe ich weiterhin physische Drehregler. Wenn dieses Display auf Medienbedienung steht, kann ich per physischem Drehknopf lauter und leiser machen oder durch meine Daten auf dem USB-Stick oder auf dem Handy scrollen, und wenn ich jetzt auf Klimabedienung wechsle, habe ich einen physischen Drehregler für kälter und wärmer oder für die Lüfterintensität. Das ist wirklich genial. Ansonsten, der Innenraum ist ja vollständig nahezu aus Plastik, finde ich aber nicht schlimm, denn das fühlt sich alles hochwertig an, auch wenn ich hier so über dieses Dashboard drüber fasse, das ist nochmal so, das wie so mit so einem Stoff Kunstleder oder sowas bezogen. Ist natürlich kein Leder, denn wie vorhin schon gesagt, der Innenraum ist komplett vegan. Es sieht modern aus, es sieht schön aus, es ist mal was anderes. Ich habe hier zwischen den Lüftungsdüsen nochmal so beleuchtete Elemente, die auch zu diesem raumschiffigen, futuristischen Charakter beitragen. Es gefällt mir einfach sehr, sehr gut und es wirkt alles sehr intuitiv. Ich habe hier im Kia EV6 ein einstufiges Automatikgetriebe, das heißt, ich habe einen Vorwärtsgang und einen Rückwärtsgang und das bediene ich über einen Drehregler hier in meiner Mittelkonsole. Auch das funktioniert sehr intuitiv und sehr schnell. Einmal nach rechts gedreht ist Drive, einmal nach links gedreht ist Rückwärtsgang und mehr brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich einmal in der Mitte drauf drücke, dann aktiviere ich die Parkfunktion. Ja, und das Thema Kunststoff hier im Innenraum, das nimmt Kia ziemlich ernst. Nicht nur bei der Qualität des Kunststoffs, sondern auch bei der Herkunft, finde ich eine super Sache, denn dieser Innenraum ist nicht nur vegan, sondern in jedem Kia EV6 stecken ungefähr 111 recycelte 0,5 Liter PET-Flaschen. Das ist doch irgendwie cool, dass dieser Müll dann wieder so einer tollen Verwendung zugeführt wird, wie zu so einem Auto zu werden. Echt eine coole Sache. Was mir dagegen nicht ganz so gefällt, das ist aber total Geschmackssache und liegt im Auge des Betrachters, das ist dieses Multifunktionslenkrad. Ich weiß auch nicht. Das ist das Einzige, was in meinen Augen so ein bisschen aus dem Auto so rausfällt. Denn das wirkt irgendwie nicht so modern, ist nicht so ganz mein Fall, aber
Da die Geschmäcker zum Glück unterschiedlich sind, kann sich da jeder seine eigene Meinung bilden. Es ist ein Multifunktionslenkrad, wo ich alles hier im Auto bediene. Links alles, was mit Assistenten und Tempomat zu tun hat und rechts alles, was mit Medien und Telefonieren und so weiter zu tun hat. Und Assistenten und Tempomat, das ist auch ein sehr gutes Stichwort. Kia hat hier bei den Assistenten und beim teilautonomen Fahren mit dem EV6 nochmal richtig einen gucken lassen. Hier sind jetzt einige Funktionen reingekommen, die es so vorher noch nicht gab. Ich aktiviere jetzt einfach mal meinen Tempomat. Der ist jetzt an. Es steht auf 117 km/h. Spurhalteassistent ist auch an und jetzt kommt eine neue Funktion. Wenn ich jetzt sehe, da vorne kommt ein Hindernis und ich setze den Blinker, dann wechselt der EV6, ich mache nichts am Lenkrad, selbstständig die Spur und macht er den Blinker auch wieder aus? Nein, den muss ich selbst ausmachen und wechselt die Spur. Und das macht er auch wirklich schön sanft, das macht er auch schön energisch und nicht so vorsichtig, funktioniert wirklich gut. Und er hilft mir auch noch dabei, indem er den Spurwechsel ganz exakt anzeigt im Head-Up-Display. Und zwar nicht einfach nur im Head-Up-Display, sondern im Augmented Reality-Bereich des Head-Up-Displays. Denn der EV6 ist das erste Fahrzeug von Kia, was ein AR-Head-Up-Display bekommen hat. Was bringt mir das? Das ist ganz einfach. Ich habe einen Bereich im Head-Up-Display, der ist immer fest an einer Stelle, wie so ein normales HUD eben. Und dann habe ich noch einen AR-Bereich. Das Auto kann über Kameras und Sensoren feststellen, wo meine Augen sind, wie meine Blickrichtung ist und mir dann Zusatzinformationen, wie zum Beispiel Navigationspfeile, an die korrekte Stelle in meinem realen Sichtfeld einblenden. Wenn ich also in 100 Metern rechts abbiegen muss, dann sehe ich tatsächlich da, wo diese abbiegende Straße reingeht, den Pfeil, der mir anzeigt, da musst du jetzt abbiegen. Das ist eine coole Sache und ich finde es schön, dass ich so ein eigentlich Hightech-Feature aus Oberklasse-Fahrzeugen jetzt eben hier auch in einem Kia habe. Super cool. Neben den Assistenten, da beherrscht die Software hier im EV6 auch noch andere Dinge, zum Beispiel verschiedene Fahrmodi. Zur Verfügung stehen Eco, Normal und Sport. Und wir probieren jetzt einfach mal aus, wie sich das auf die Leistung auswirkt. 325 PS, 605 Newtonmeter. Ich bin im Fahrmodus Eco. Wir haben jetzt hier eine unbegrenzte Autobahn. Und ich gebe einfach mal bei 100 Kickdown. Alex, halt dich gut fest. Wir geben Gas in 3, 2, 1, Kickdown. 120, 130, 140, 150. Gut, okay, soll reichen für den ersten Eindruck. Jetzt schalten wir mal um. Das war der Fahrmodus Eco und gehen mal in den Fahrmodus Sport hinein. Wir sind wieder bei 100 km/h, Kickdown in 3, 2, 1, Go. 110, 20, 30, 40. Und jetzt sind wir so schnell, dass ich hier fast rechts überholen muss, was ich natürlich nicht tue. 150, 160, 170, 180. Also ihr merkt schon, es geht deutlich schneller vorwärts. Und 192 laut Tacho. Yes! Warum freut mich das? Eigentlich ist der Kia EV6 abgeriegelt bei 185 km/h. Wir haben unfassbar schnelle 193 erreicht. Was ich aber eigentlich sagen möchte, das Auto fühlt sich beim Wechsel der Fahrmodi wirklich gleich nach einem anderen Fahrzeug an. Die Dämpfer werden straffer, es ist viel mehr Leistung der Elektromotoren da, die Leistung wird viel spontaner abgerufen. Es ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, trotzdem so, dass, ich gehe jetzt mal wieder in den Fahrmodus Eco, es fühlt sich für mein Empfinden nicht so richtig nach 325 PS und 605 Newtonmeter an. Das ist sehr kraftvoll, es ist schnell. Ihr habt doch gehört, das macht dazu ein schönes Geräusch, aber es ist jetzt nicht so richtig spritzig. Wobei ich aber hier auch sagen muss, beim EV6, das finde ich nicht so total schlimm, denn ich sehe den EV6 nicht so als Sportauto und es wird ja auch noch ein GT kommen mit über 500 PS, sondern mehr so als alltagstaugliches Familienauto mit viel Platz und dafür ist die Leistung auf jeden Fall ausreichend. Wir sind jetzt von der Autobahn wieder abgefahren auf die Landstraße und ich wollte mit euch zusammen noch mal kurz über den Sitzkomfort sprechen. Ich bin jetzt noch nicht lange gefahren, aber ich muss euch sagen, ich fühle mich wirklich wohl hier drin und was mir sofort stark aufgefallen ist, ich habe hier im EV6
sofort und auf Anhieb eine sehr angenehme Sitzposition gefunden, ohne hier lange irgendwie umstellen zu müssen. Das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass dieses ganze Innenraumkonzept in einem Auto ganz gut abgestimmt ist. Ich habe also hier nicht ständig das Bedürfnis, irgendwie jetzt doch noch mal was zu verändern, irgendwie die Lehnneigung oder doch noch mal ein Stück nach vorne. Gar nicht. Fühlt sich alles wirklich sehr, sehr schön an. Und auch hier vorne, genauso wie hinten natürlich, weil es den ganzen Innenraum betrifft, auch hier sind die Lederanteile in den Sitzen aus veganem Leder, also tierfrei, finde ich eine super Sache. Wir fahren jetzt gerade Strich 100 km/h hier auf der Landstraße und ich muss euch sagen, ich hätte es hier im EV6 ein wenig leiser erwartet. Das Auto ist so aerodynamisch und Kia sagt ja auch, das Design ist überall so optimiert, dass alles aerodynamisch ist. Ich muss euch sagen, Windgeräusche sind doch wahrnehmbar bei 100 und gerade eben auf der Autobahn, als wir etwas schneller unterwegs waren, hat man die dann auch ganz deutlich gehört, so ab 130, 140 und da hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, sondern gedacht, dass es etwas leiser ist. Es ist nicht störend, aber ich finde, das sollte man anmerken, denn gerade in einem Elektroauto fällt es natürlich besonders auf, wenn man Abroll- und Windgeräusche hat, weil ja vom Motor kein störendes Gebrumme kommt. Wie bei den meisten anderen Elektroautos auch, sitzen auch hier im Kia EV6 die Batterien im Unterboden und das sorgt dafür, dass der allergrößte Teil des Fahrzeuggewichtes sehr nah an der Straße liegt. Das bedeutet jetzt nicht, dass sich das Auto total sportlich anfühlt und das bedeutet auch nicht, dass es mich dazu verleitet, jetzt hier irgendwie über die Landstraße zu heizen, sondern das sorgt einfach dafür, dass ich hier das Gefühl habe, einen unheimlich guten und satten Bodenkontakt zu haben. Und obwohl der EV6 ja eher ein etwas höheres Auto ist, Kia sagt selbst, es ist so ein bisschen so ein Crossover-Fahrzeugklasse, kein normaler PKW, aber auch kein SUV. Obwohl das Auto etwas höher ist und ich eine gute Rundumsicht habe, habe ich gar nicht so dieses hochbeinige Gefühl, was sich bei manchen SUVs einstellt. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich super satt mit der Straße verbunden und das sorgt für ein Sicherheitsgefühl, was einfach angenehm ist. Hier im Kia EV6, da sorgt ein neuer Hersteller für Surround Sound und zwar der Hersteller Meridian. Und wenn ich das möchte, kann ich mir hier das Meridian Surround Sound System ausstatten. Alex und ich haben gerade mal auf dem Supermarktparkplatz, wie man das so macht, als professioneller Autotester hier in das Soundsystem reingehört. Wir können euch das leider immer nicht zeigen, außerdem kriegt ihr das ja über das Mikrofon eh nicht mit. Das klingt gut, das hat Power, das hat Bass, gleichzeitig ist es aber auch schön klar. Ich kann mir das auch customizen, ich kann mir meinen Equalizer einstellen. Hat sich wirklich gut angehört, kann man nicht anders sagen. Hätte ich jetzt auch ganz ehrlich in der Fahrzeugklasse nicht erwartet und gefällt mir zum Beispiel auch besser oder fast genauso gut wie das Bose Soundsystem im Kia Sorento. Auf jeden Fall gut. Der neue Kia EV6 hat für mich heute den ganzen Tag über ein ziemlich beeindruckendes Gesamtpaket gezeigt. Das Auto geht los bei 35.500 Euro abzüglich der BAFA-Prämie und damit sind wir in einem Kostenbereich von einem VW Golf. Ich bekomme dafür aber Ladetechnik auf dem allerneuesten Stand. 800 Volt, 240 kW, 100 Kilometer in 4,5 Minuten nachgeladen und von 10% auf 80% in nur 18 Minuten. Das sind exakt die gleichen Werte, die ich sonst nur bekomme, wenn ich mir für deutlich über 100.000 Euro einen Audi RS e-tron GT oder einen Porsche Taycan bekomme. Und dazu kommt, dass Kia jetzt mit dem EV6 auch noch den eigenen Charging Service einführt. Das bedeutet, ich muss mir um das Thema Reichweite im Alltag einfach keine Sorgen mehr machen. Mit der Kia Charging Karte kann ich 97% aller in Deutschland verfügbaren Ladesäulen zack freischalten und zahle dann 29 Cent je Kilowattstunde am Ionity Hypercharger. Und für Kia EV6 Kunden ist dieser Service im ersten Jahr sogar grundgebührbefreit. Danach gibt es verschiedene Tarife, je nachdem wie viel ihr fahrt. Und so kriege ich, wenn ich mir hier diesen EV6 bestelle, echt ein verdammt gutes Paket. Und das ist für mich das erste Mal ein Elektroauto, was so in der Kombination aus Preis und Leistung und Reichweite und Ladegeschwindigkeit dafür sorgt, dass ich tatsächlich überlege, ob mein nächstes Auto nicht vielleicht auch elektrisch wird. Gut gemacht, Kia, gefällt mir echt gut und ich freue mich jetzt schon drauf, das Auto im Alltag zu fahren. Und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster. Ich habe Bock auf ein Hypermiling. Und da bin ich echt gespannt, was der schafft, denn
Um das Video jetzt noch schnell zu beenden, oder was heißt schnell zu beenden, am Schluss würde ich ganz gerne noch über den Verbrauch reden. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, wir haben den ganzen Tag gespielt, wir sind im Sportmodus rumgefahren, auf der Landstraße, durch die Kurven, es hat Spaß gemacht, haben die volle Leistung abgerufen, waren viel auf der Autobahn unterwegs und waren da auch nicht langsam, weil wir jetzt zum Schluss einfach zum Hotel zurückkommen wollten. Und wir haben einen Verbrauch von 21,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und ich muss sagen, das ist ein sehr respektabler Wert. Und das lässt mich natürlich noch positiver in die Zukunft blicken auf ein potenzielles Hypermiling. Wie seht ihr das? Gefällt euch der EV6? Wie hat euch das Video gefallen? Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch gerne einen Kommentar. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, guckt bei Instagram vorbei, bei Facebook oder auch bei TikTok, wenn ihr da vielleicht seid. Würde mich alles freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, bis bald und bis zum nächsten Video. Ciao!